We praise you, Jesus. We praise you. We worship you. Forever you will be. Yeah, he is. The Lamb. Hallo, es ist Sonntag heute. Herzlich willkommen zum Tag des Herrn. Und gerade heute werden wir wieder ermutigt und erinnert, nicht vergesslich zu sein. Denn der Herr tut uns immer wieder Gutes, Tag für Tag, Tag aus, Tag ein. Und manches Mal besteht auch die Gefahr für jeden von uns, dass man das vergisst und Sachen einfach für selbstverständlich nimmt und einfach so hinnimmt, dass, ja, das gehört sich einfach dazu. Aber das ist ein Trugschluss. Und darum haben wir dieses Wort heute aus dem Losungstext, aus dem Alten Testament. 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 11 und 12. Und da heißt es, wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst. Also da wird etwas angesprochen, das anscheinend sehr leicht möglich ist. Ja? Wenn es gut geht, dann hat man keinen Bedarf nach Gottes Hilfe, nach Gottes Gegenwart. Es scheint so zu sein, auch in Krisenzeiten, dass dann plötzlich Menschen nach Gott fragen und rufen. Aber wenn es gut geht, dann ist ja eigentlich kein Anlass. Und das ist eigentlich ein Trugschluss. Wir sollten eigentlich immer wieder, Tag aus, Tag ein, uns bewusst werden, dass wir aus Gottes Gnade, aus seiner Liebe, aus seiner großen Barmherzigkeit einfach wirklich versorgt und gesegnet werden. Und gerade wir hier in Europa haben auch diese Segensspur sehr, sehr zu erfahren. Wie lange das geht, das weiß ich nicht. Im Lehrtext, ja, vielleicht sollen wir uns auch noch den Lehrtext anschauen, der uns ja auch etwas Lehrmäßiges sagen will, ja? Okay. Im Lehrtext, da spricht Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und das sagte der Herr Jesus in Johannes Kapitel 6, Vers 32. Ja, also hier war der Herr Jesus in einer seiner Unterrichtsstunden, um den Leuten klarzumachen, woher sie die Nahrung bekommen haben. Und zwar seinerzeit die Nahrung in der Wüste, aber auch das Himmelsbrot. Und eigentlich ist er selber auch dieses Himmelsbrot. Zunächst, glaube ich, bezieht sich der Herr auf das Manna, das dem Volk Israel damals in der Wüste Tag aus, Tag ein, 40 Jahre lang Versorgung bedeutet hat. Und aber dann später, als sie ins Land Kanaan kamen, mussten sie natürlich Ackerbau und Viehzucht betreiben und einfach selber dann ihre Ernährung herbeischaffen. Aber es gibt noch ein Himmelsbrot, das sich auch kein Mensch selber herbeischaffen kann. Das Brot des Lebens, das ja Jesus selber auch ist. Das er auch an einer anderen Stelle mal, auf das er sich bezieht, dass er das Brot des Lebens, des ewigen Lebens ist. Und ohne dieses Brot, ohne dieses Leben, ohne Jesus, haben wir auch kein ewiges Leben. Das ist ein großer Anspruch, ein mächtiger Anspruch. Und es gibt kein Religionsgründer, ob Mohammed, Buddha, Konfuzius oder sonst was, wie die alle heißen, könnte diesen Anspruch für sich erheben, Brot des Lebens zu sein. Oder der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein. Und nur der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Aber Jesus hatte das gesagt. Und er ist es tatsächlich. Und alle, die Jesus angenommen haben, haben es tatsächlich erlebt und erleben es, dass sie durch dieses Brot, durch dieses Leben mit und für Jesus tatsächlich satt werden.
Und das gibt uns wieder Grund und, ja, und Ursache, dankbar zu sein, auch heute am Tag des Herrn. Und Jesus zu verherrlichen und auch zu proklamieren. Dort, wo wir die Gelegenheiten haben. Und die haben wir auch sicherlich bestimmt. Also für heute wieder wünsche ich dir einen erfüllten, auch einen schönen Tag. Und freue mich, wenn du auch wieder morgen dabei bist. Dann Servus. We praise you, Jesus. We praise you. We praise you, Jesus. We praise you. We worship you. Forever you will be. Yeah, he is. The Lamb upon the throne. I gladly bow. We worship you, Jesus. And worship you alone. Come on, let's tell him. Forever. The Lamb upon. I gladly bow my knee. Oh, I do, I do. And worship you alone. I'll sing praises to your name. For your gospel. Oh, Lord, oh, your great love. Praises to your name. For your name. For your name, all you've done, and grace. All our hopes in you, all our trust in you, I sing praises, I sing praises. Worship to your name. We worship you, God. I give worship to your name. Oh, Lord, worship to your name. Oh, for your name, for your name. I give worship to your name. Oh, worship to your name. Oh, for your name and grace. You're all I want, you, Lord. You're all I am. Oh, I worship you. You're all I want. Oh, Lord. Help me know. Let's just get lost for a minute. Here we go. You're all you're all I want.
praise you. There's just no one like you. There's just none beside you. All our trust in you, all our hope in you, all our love is for you. Hey, all our love is for you. All our love to you, all our love to you, all our hearts to you. To you, to you, to you. Up to you. Only to you. Oh, yes you are, yes you are. You worship.